Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Heute habe ich mal eine etwas längere Folge geplant, also wie ich in der letzten Folge angekündigt hatte, dass wir das hier zumindest halbwegs fertig kriegen oder ja, wenn mit etwas Glück sogar komplett fertig. Genau, den Trinkschlauch wollte ich nicht, ich wollte auf die Axt wechseln. Und dass wir vielleicht auch noch sogar hier unseren Fleischvorrat da ein bisschen auffüllen, aufstocken. Damit wir in der nächsten, übernächsten Folge uns wirklich dann darauf konzentrieren, wieder in die Höhlen zu gehen. Weil das will ich auf jeden Fall fertig haben, da ich bin in so einem Wahn, was das Ding da angeht. Will das Ding fertig haben. Will sehen, wie das fertig aussieht. Und jede Wette, ihr bestimmt auch. Klar, ihr wollt auch sehen, wie ich wieder in die Höhlen reingehe, die Story weitermachen und so, natürlich. Kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen, will ich auch. Aber dieses Monsterbauprojekt will ich auch fertig haben. Und deswegen habe ich mir überlegt gehabt, einfach mal eine etwas längere Baufolge zu machen, wo wir einfach nur uns darum kümmern. So, weil. Kann nicht sein, dass ich jetzt 100 Folgen nur am Bauen bin und kaum was von den Höhlen oder so erforsche. Obwohl, jede Höhle haben wir schon einmal betreten, glaube ich. Außer die eine da im Eisgebiet, die irgendwo vielleicht sein könnte. Aber ja, da werden wir auch noch irgendwann hinkommen, auf jeden Fall. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal nur aufs Bauen, dass wir das fertig kriegen. Kann sein, dass uns vielleicht auch diese Fleischwurst hier wieder attackiert. Die kommt hier gerne öfters mal vorbei. Obwohl, die haben wir jetzt nur zweimal gesehen gehabt hier. Oder dreimal. Da sind wieder die Ureinwohner. Machen ihre Routen wieder. Ja, die können ruhig gerne weiter spazieren gehen. Solange die mir nicht auf den Senkel gehen, ist alles gut. Dann reißen wir mal dieses Stück Wald ab. Und wieder auf der Kettensäge hier. Mein Lieblingsitem hier. Ich feiere die Kettensäge einfach wirklich. Die Götter sind sauer. Ah, ich will den Stock. Ah, ich weiß nicht. Reicht das? Ich glaube nicht. Den hier nicht. Hä? Ich wollte den Stock da hinten. Wir müssen noch einen Stock rumliegen. So, das müsste jetzt reichen. Dann haben wir da noch ein bisschen Fleisch rumlaufen. Gut, was sind da geflogen? Den müssen wir noch einsammeln. Ne?
Hier ist schon mal wieder voll. Spieler wir auch mal ab. Ah, geil, wieder ein Regenbogen. Aber wenigstens wieder ein bisschen Fleisch. Leider können wir die nicht aufhängen. Boah, wie viele Bäume hier jetzt einfach weg sind. Krass. Einfach mal die Umwelt hops genommen. So, da bin ich aber auch froh, dass ich so wie viele Bäume ich hier eigentlich abschlachte, nicht Echo spiele. Denn ich glaube, dann wäre ich so schnell hier sauerstofflos. Ich könnte nirgendwo mehr atmen. Und der ganze Planet würde verbrennen. So, ich Harry musste eben ganz kurz husten. Hab schon angemerkt. Gemerkt gehabt hier, dass ich husten muss. Bin aber auch echt am Überlegen, mal hier Echo zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich das alleine spielen werde oder hier mit irgendwem zusammen. Ob der Sally mit dabei ist. Oder einer von den anderen YouTubern, die ich mittlerweile so kennengelernt habe. Mit denen ich mittlerweile in Kontakt stehe. So, gibt da schon ein paar, habe ich auf jeden Fall bei mir auf der Seite da markiert. Ob man da vielleicht auch mal irgendwie so ein Let's Play zusammen macht oder so. Mal schauen. 7 Days to Die würde ich auch gerne auf jeden Fall spielen, aber würde ich ungern alleine spielen wollen. Da muss man aber auch schauen bei solchen Let's Plays, die man zusammen macht und so, ob man auch alle zusammen auch dafür Zeit haben. Fleisch. Nur den? Ja, wir haben ihn erwischt. Nice. Gibt's wieder Essen? Hier Fleisch gesammelt, nein. Nur der eine Baumstamm hier? Ne, da hinten ist noch einer. Ah, ein Baum müsste ich noch abholzen können. Für den hier. Gas ist auch schon wieder fast leer. Unglaublich. Müssten wir jetzt auch langsam hier die Stickies voll machen.
11 werden erstmal reichen, um den voll zu machen da hinten. Dann müssen wir hier einmal durchrennen und noch einmal voll machen unsere eigene Tasche. So, dann einmal kurz ein kleines Feuerchen machen. Oh, wir nehmen den kleines Stück Fleisch, weil den können wir eh nicht aufhängen. So, da müsste jetzt auch schon soweit sein. Ja. Perfekt. Na komm, wir nehmen erstmal den einen Baum da hinten. Naja, komm, wir nehmen drei Bäume. Dann haben wir noch notfalls noch was auf Vorrat hier. Nehmen wir den hier. Und den. Und den hier. Müssen wir jetzt noch Stickies voll machen. Sind hier noch irgendwo Baumstämme? Irgendwo? Ich sehe jetzt keine. Und Stickies. So, dann haben wir jetzt voll. Hase. Hase nehmen wir mit. Komm her. Ja, jetzt haben wir den. Oh, wir kriegen wieder Besuch. Und es wird langsam dunkel. Das heißt dann, dass wir gleich, wenn wir drüben sind, erstmal das Fleisch aufhängen und dann pennen gehen. Damit Bäume wieder nachwachsen und Stickies. So. Ich gedacht, da hätte sich was bewegt. Die macht einen auch voll paranoid. Haben wir es jetzt erstmal? Dann können wir rüber.
Da ist aber einer. Und der geht. Ja, ich merke wieder, ich muss husten. So, da bin ich wieder. Jede Wette, die denken oder überlegen, wie kommen die da rüber? Denn die sehen das Ding und wissen nicht, wie die rüberkommen. Und die wollen darüber bestimmt. Jede Wette. Ich glaube, die wollen auch wissen, was das ist, was ich da gebaut habe. Und halt auch sehen, so. Ich habe mich jetzt voll wegen meiner eigenen Musik erschrocken da. Die sind einfach alle neugierig da hinten. Die sehen hier so ein großes Ding, was vorher nie da war. Auf einmal kommt aus dem Nichts etwas da, das auch immer größer wird und so. Aber die können nicht hier hin. So, Fell kann ich jetzt auch schon mal ablegen. Oh, da haben wir Hirsch. Dann nehmen wir den schon mal mit. Hier haben wir. Hey, hier ist Hasenfell. Hier ist Hasenfell. Dann machen wir hier Hase. Und dann kommt hier Hirsch. Was sind da? Hallo? Wir sehen, was das ist. Was ist denn das? Ah, Waschbär. Dann kommt hier Hirsch. Wenn hier Waschbär ist. So, dann hängen wir mal das Fleisch auf. Nein, nicht hier den Hasen. Hier kommt das hin. Hase kommt hier hin. Ah, komm, dann machen wir hier wieder normale Fleisch. Haben wir noch irgendwas auf Tasche? Nö. Fleisch haben wir nichts mehr auf Tasche. Seile müssten wir wieder organisieren. Zwei Stück fehlen wieder. Ah, der Wind. Ah, ein paar Minuten haben wir noch. Da können wir eben auch noch schnell was essen. Machen wir das so. Den nehmen wir hier wieder weg. Und essen den hier. So. Dann können wir eben ganz schnell hoch was trinken. Und das da fertig machen, wenn wir auch. Oh, wir haben wieder Federn. Und hier noch. Nice. Hier werden es immer weniger, Hammer.
Da sind noch sehr viele. Und hier oben fehlt auch noch jede Menge Licht. Hier müssen wir auch noch ein paar Schädellampen und so aufstellen. Ja, komm. So, ja. Und jetzt. So, da wären wir auch wieder. Hungrig, halb durstig. Können wir uns hier eben snacken. Dann können wir unten was trinken. Der Wind. Boah, ist der laut. Der Wind ist aber übel laut immer. Ah, wir wollten was trinken. Wie viele Kassetten gibt es denn eigentlich hier? Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass es ungefähr 6 oder 8 sein sollten. Aber keine Ahnung, wo die drin gibt. Ich würde gerne eigentlich mal mich auf die Suche machen nach allen 8 oder allen 6 oder so. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie viele es sind. Aber auf jeden Fall, dass wir alle mal haben. Oder wollt. Komm, wir machen erstmal zu, die richtigen Wände fertig. Da hinten. Das Gebäude zum Beispiel. Ja, komm. Machen wir hier die Tür. Ich glaube, hier auch noch auf der Seite die Stickies. So ein Zaun. Wird auch nützlich. Wo haben wir die? Top-Zaun, genau. Dass wir hier sagen. Hier hinkommen soll. Und dann. So. Den haben wir auch fertig. Oder wir können die hier auch fertig machen. Diese Säulen. So. Genau. Ich glaube, die Säulen würde am meisten Sinn machen, wenn wir die zuerst fertig machen. Und dann die Wände. So. Und dann hier auch nur die Außenzäune. So. Und hier auch.
Ah, geil. Ah, nice. Wir können einfach direkt von hier essen. Hallo, ich will das da. Ah, geil, nochmal Heidelbeeren. Ah, geil. Find's geil, wenn es hier regnet. Und die werden dann gegossen. Wir kriegen wieder Wasser. Boah, der Wind. Jetzt können wir wieder runter. Komm, wir wechseln mal die Musik. Welche hatten wir schon lange nicht mehr? Duel von Fire. Thank you, Millionaire, Duel. Ja, Mann. Hallo. Ich finde es schön, wie das langsam hier oben wird. Vor allem, wir haben es ja auch bald fertig. Also in 100 Folgen ist das Ding fertig hier oben. Haben wir keine Baumstämme. Dann nur noch hier den und den hier. Dann wären das nur noch die beiden. So. Und der hier. Komm, komm. So, dann haben wir alle Pfosten schon mal fertig. Oh, der Wind! Wind macht einen fertig. Der Wind macht einen übelst fertig hier. Wie laut der ist.
So, dann haben wir die Wand schon. Ja. Obwohl, ich könnte zuerst mit den Außenwänden anfangen. Macht mehr Sinn. Für den Fall sollte man runterfallen. Hier wird das Dach, glaube ich, sehr interessant, wenn ich die aufbaue, weil der ja nicht ganz gerade ist. Wir brauchen nur noch 300 Baumstämme. Vom aktuellen Stand her. Wird gleich zwar noch ein bisschen mehr sein, aber aktuell nur noch 300. Digga! Was ist mit dem Wind? Der ist ja übelst am Wehen hier. Der Wind heute echt krass. Der Wind heute wirklich richtig krass. Also, ich glaube, habe ich so oft bei The Forest bisher noch nicht erlebt. Da irgendwie so ein Update gekommen, so für mehr Wind, der sich einfach heimlich so mit installiert hat oder abgedatet hatte. Auch noch runtergefallen. So, dann haben wir die Wand auch noch. Können wir hier eigentlich noch mal? Ne, mehr können wir da jetzt auch nicht pflanzen, aber Sonnenhut nehmen wir mal mit. Dann wird das dann nur für Heidelbeeren sein. Wir sammeln ja immer mehr und mehr Heidelbeeren ein, wenn wir das da hier konsumieren, essen. Dann haben wir hier halt hauptsächlich nur Heidelbeerenbüsche. Geil, die Wand ist auch fertig. Können wir gleich da oben den fertig haben. Das darf schon mal machen und dann hier auch zwischen den beiden.
auch noch das Dach machen. So, noch einmal runter. Wieder geiler Regenbogen. Sonne geht unter, langsam. Und später Nachmittag wahrscheinlich. So, und die letzten 7 Baumstämme. Ne, 6. Wir haben keine 7, wir haben 6. Dann hätten wir das. Und ab nach oben. Komm. Aber ich glaube, den hier kriegen wir gleich schon fertig. Mit der Ladung, die wir hier haben. Wir den definitiv fertig. Nice. Das heißt, hier können wir auch schon mal gleich anfangen zu planen, wie wir da die Decke hier machen, das Dach. Wir setzen uns erstmal hin. Wir scheinen richtig ausgepowert zu sein. Ah, das wird reichen müssen. Perfekt. So, dann brauchen wir jetzt nur noch ein Dach. Freies Bauen. Ihr eigenes Dach. Wollen wir das so haben oder? Ja, der will nur so. Okay, der will nur so. So sieht schon gut aus. Machen wir so. Sieht schon gut aus. Und dann wollen wir hier auch noch mal ein eigenes Dach haben. Aber den wollen wir ab hier, sagen wir mal. Das dann genau da andockt. Hier andockt. Hier andockt. Noch mal da, da, da und dann wieder hier. Und den wollen wir so, ja, so haben. 72 Baumstämme. Jetzt sind wir wieder bei 380. Doch auch nicht schlecht, ne? 380 Baumstämme wieder. Müssen wir den da noch machen und die Decke hier zwischen dem und dem. Und boah, ich freue mich, wenn das fertig ist. So, dann gehen wir jetzt erstmal runter essen. Na, hier müssten wir auch noch auf jeden Fall einiges machen. Und wir können auch schon langsam planen, wie wir da alles bauen. Da alles bauen, da hinten. Müssen wir auch eigentlich alles schon fangen. Oder kommen wir essen mal einen Hasen? Beziehungsweise hier. Kann ich schon mal planen?
Möbel zu bauen. Wo haben wir Möbel? Wie machen wir das? Machen wir so? Oder warte, wir machen den ein bisschen größer hier. So. Einen. Direkt daneben dann den nächsten, der dann. So andockt. Und direkt hier dran auch noch mal einen, der direkt hier so andockt. Brauchen wir 15 Holz dafür allein. Dann hatte ich überlegt gehabt, so Stühle kommen hier 1. So, dann die 2. Ups. Hier dann die 3. Drehen wir den hier mal um. Egal, wieder bei 636 Stöckern. Hier dann die 4. Nein, nicht die mehr. Hier kommt dann die 5 hin. Und hier dann die 6. Und dann einen siebten Stuhl. Aber dann eher vom Chef, also von mir, der dann hier steht. Und den könnten wir rein theoretisch schon gleich fertig machen. So, 31 Knochen. Weil wir jetzt schon fertig machen. Wir haben hier viele Knochen. Und 12 Rehfelle brauchen wir. Hier sind wir falsch. Komm. Ein Knochen noch. Und wir haben hier noch irgendwo ein Rehfell. Hase, Hase, Hase. Alles Hase. Nein. Hier Waschbär, wo hatten wir? Da müsste Rehfell sein. Einen. Müssen wir auch mal wieder auf Rehfelljagd. Ja, komm, ich will durch. Und dann kann man sich hier hinsetzen. So, meine Untertanen. Da kann man hier noch ein paar Regale, Schränke oder sowas hinstellen. Und 726 Stöcker. Was tue ich mich hier an? Egal, wir gehen jetzt pennen. Gehen wir noch schnell einen Hasen essen. Hasen. Und nochmal was trinken. Jo, der Wind. So, dann gehen wir auch noch mal auf Speer. Und dann würde ich sagen, ich mache mal ein kleines Päuschen. Wird immer noch ein und dieselbe Folge sein, aber muss gehe dann eben schnell noch auf Toilette, hol mir noch was Neues zu trinken und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, bin ich jetzt auch wieder da? Kleines Päuschen gemacht. Warte, komm, so.
Dann wollen wir jetzt wieder noch mal ein paar Bäume und Stickies schlachten gehen. Und eventuell ein paar dieser Totems wieder ausbeuten, da wir Tuch brauchen. Weil wir wieder Seide herstellen müssen. Weil zwei Seile fehlen uns ja noch und wir haben nicht so viele Bücher und auch fast gar kein, eigentlich gar keine Seile mehr. Tücher haben wir nur noch 19. Bin ich jetzt eben 1. Wo? Dann haben wir jetzt schon mal 2. Aber dann nur noch 5 Tücher. Wir dann noch mal ein paar Tücher machen. Beziehungsweise holen. Wäre schön, wenn wir irgendwie aus Hasenfell, Rehfell oder so Tücher machen können. Auch produzieren. Oder aus den Klamotten, die wir eigentlich hier rumschleppen, aber gar nicht brauchen. Dass wir die auseinanderflicken können und daraus... Warte mal, kann man das flicken? Können wir die... Lederjacken und blaue Jeans? Und wir ziehen die mal an. Ich bin eher so mehr Fan von Lederjacke. Von dem Stil, was ich jetzt gerade so noch, wenn ich nach unten schaue, so sehe. Sieht auch dementsprechend so aus, wie ich auch privat rumlaufen würde. Bleiben wir dabei. Ich finde es jetzt schade, dass wir daraus keinen Stoff herstellen können. Also keine Tücher. Ah, und wie schön da wieder neue Bäume gewachsen sind. Ich glaube, Benzin werden wir auch bald wieder brauchen. Das heißt, dass wir vielleicht auch noch in einer der nächsten Folgen mal wieder eines der Dörfer da besuchen gehen und schauen, dass wir da Treibstoff finden. Das Erste, was wir machen... die Totems da mal ausbeuten. Vielleicht ist hier auch wieder ein neues Seil. Nö. Aber immerhin wieder Bücher und Schädel. Hallo? So. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht zu mir. Aber immer ein paar Tücher haben wir. Und wieder ein paar Schädel. Den nehmen wir schon mal. Warum habe ich nicht von Anfang an eigentlich Hasen gesammelt, so ein Speer gebaut? Sondern nur auf diese Axt irgendwie hier vertraut gehabt. Der Speer ist irgendwie am geilsten wirklich, um Hasen und so weiter zu sammeln. Oder Lurche. Warum habe ich das nicht von Anfang an gemacht? Das weiß ich nicht. Kettensäge.
Komm. Die Gruppe nehmen wir auch noch mit, diese Vierergruppe. Und den hier. Super. Dann wieder. Wer? Nein, 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 nein. Boah, ich dachte schon, das fällt auf mich. Das müsste jetzt wahrscheinlich erstmal reichen. Von Bäumen. Einfach mal ein riesen Schlachtfeld wieder aus Bäumen. Als wäre ich hier der Galoppelheinz wieder am Randalieren gewesen. Obwohl es sollte ja noch einen Gegner geben, irgendwie, laut dem Trailer. Da frage ich mich, wann der kommt. Der soll irgendwie so eine so eine Riesenspinne sein, die irgendwie auch so drehen kann, so einen Helikopter machen kann. Wann soll denn der eigentlich kommen? Wenn ihr wisst, welchen ich meine. Der soll auch irgendwie der stärkste Gegner hier im ganzen Game sein. Nur habe ich keine Ahnung, wann der kommt. Habe ich aber auch ganz ehrlich ein bisschen Schiss davor, wenn der kommt. Weil da das Beste, was man tun kann, ist wirklich auf Distanz zu bleiben. Und der soll ja auch sehr, sehr viele Babys immer ausspucken und so. Aber ich habe keine Ahnung, wann der kommen soll. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, zum Teil würde ich mich freuen, sobald der da ist. Aber ich hätte auch mega Schiss davor. Wenn der da wäre. Hallo Bambi. Bambi? Nein. Wo ist mein Speer jetzt hin? Da. Ja, wir haben erwischt. So mag ich das. So, jetzt noch ein paar Stickies. Den haben wir schon voll. Den hier wieder weg. 726 Stickies, ey. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Aber guck mal, das sieht schon deutlich besser aus da hinten. Sieht immer mehr und mehr nach einer richtigen Festung aus.
So, jetzt können wir die einsammeln. Und hier noch ab. Ah, hier liegt auch noch eine. Also ein Sticky eingesammelt. So, Sticky noch mal voll machen. Den hier noch und den großen hier noch. Dann haben wir hier noch einen Baumstamm. Liegt hier vielleicht noch irgendwo einer? Hier keinen mehr. Dann schleppen wir den mal darüber. Da kriegen wir wieder Besuch. Oh, die sind auf dem Weg zu mir. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann machen wir das mal so. Nee, warte. Wir machen das mal so. Die Jungs hier mal an. Nein. Können wir den jetzt? Der müsste jetzt brennen. Hä, warum brennt er nicht? Sind aber schon ganz schön viele. Links ist auch irgendwo gerade einer weggerannt. Hallo? Ich habe die doch getroffen. Hallo? Dann machen wir das halt so. Ach nö. Was ist mit meinen Bogenkenntnissen los? Egal. Okay, den haben wir erwischt. Und mit nix. Auch nichts. Ja, nice. Dann sind aber noch ein paar. Wechseln wir zur Axt. Okay, die hauen ab. Dann kümmern wir uns hier mal um das Feuer. So. Und hier liegt noch einer. Hat er nicht noch irgendwo ein Pfeil? Da. Nehmen wir noch mal ein bisschen paar Knochen. Schädel müssen wir eigentlich schon voll haben. Nee, den Schädel will ich nicht. Nur die Knochen. Hallo, Knochen.
Haben wir jetzt einen Knochen? 12. Machen wir den hier wieder. Bereit. Und den hier auch. Wurde der hier benutzt? Ja, der wurde auch benutzt. Drei Stickies dürfen wir noch mal sammeln. Den da hinten hat man auch noch nicht voll gehabt. Zwei Stickies fehlen noch. Dass ich jetzt am Hunger bin, da scheiße ich jetzt mal drauf. Wir brauchen noch wie viele? Ah, 12. Also 3 Bäume. Müssen wir holen. Dann wäre das auch wieder voll. Und ein Sticky. Weiter Sticky. Und Kettensäge. Da kommen den dicken hier auch noch. Hat er schon weg fertig? Wechseln wir mal wieder hierzu. Aus auch schon stark angeschlagen. Hier ist kein Baumstamm mehr, also da. Hier haben wir aber noch einen. Also haben wir einen mehr als gebraucht. Urinwohner kommen jetzt gerade keine mehr. Aber ich habe den Verdacht, weil da viele wieder weggegangen sind, dass wir gleich irgendwann, ob jetzt noch um diese Uhrzeit, um diese Tageszeit oder erst am nächsten Tag, aber irgendwann so gleich hier einen der größeren Mutanten da kriegen. So, wie frisch sind die noch? Die sind noch alle frisch, frisch, frisch. Wenn wir gleich mal... Warte, was haben wir hier? Der stellt Gesundheit wieder her. Lassen wir das mal. Aber ich denke, gleich kommt dann irgendwann Muschiklaus, Thrombosenjonas, Galoppelhain oder hier dieses Würstchenmonster da. Die hatten Grocken Tobi den damals genannt, 2019. Wisst ihr das noch? Ich glaube, Dildo Daniel war das, oder? War das Dildo Daniel? Ich glaube, Dildo Daniel wurde der genannt. Weiß nicht, müssen wir bei denen in die Let's Plays mal wieder reinschauen.
Vor allem, wie diese ganzen Viecher hier heißen, diese Mutanten. Habe ich ja auch eh von denen halt abgeguckt, weil die Namen einfach so genial sind. Finde ich so lustig. Und ich glaube, die meisten benutzen diese Namen auch für diese Viecher, für die Mutanten. Ja, mir ist wieder kalt, natürlich. Aber wir gehen schon mal rüber. Oh, die Aussage ist echt am Arsch. Ah, wir haben wenigstens wieder noch ein Rehfell. Das heißt, das können wir gleich nochmal hier ins fertig machen. Wisst ihr was? Wir ziehen den hier an. Hasenfell haben wir auch hier in der Menge, ja? Warum kann man nicht mehr aus Hasenfell bauen? Wir haben Durst, das heißt, wir können einmal hier was trinken gehen. Was hier eh gerade regnet. Es regnet auch richtig viel in letzter Zeit hier. Erst was wir aber gleich machen, ist Fleisch auf den Dings stellen und schlafen. Und vorher auch noch was essen. Denn ich weiß jetzt nicht, wenn wir jetzt hungrig ins Bett gehen, ob wir dann auch lebendig am nächsten Tag wieder aufwachen. Würde ich gern beziehungsweise ungern riskieren. So, also jetzt erstmal nach oben. Und schnell was essen. Da sind schon auch Stunde 10 dabei. Eine ordentliche Zeit jetzt, finde ich. Ne, hier wollen wir das haben. Hier wollen wir Hase, Hase. Und hier wieder die. Warte, einen nehmen wir mal hier raus. Und essen von hier eins. Dann können wir jetzt pennen gehen. Damit schön die Bäume wieder nachwachsen. So, jetzt sind wir auch wieder hungrig und durstig, natürlich. Hier noch mal ein. Und den nehmen wir mal weg und hängen den da wieder auf. Hasenfelle, nur ein Rehfell. Ne, hier. Ne, ich wollte nicht die Stickies hier reinbauen, ich wollte die oben bauen. Ich wollte nur das Fell eben schon mal da haben. Aber egal. Ne, das. So. Da habe ich noch zu hoch.
Um die Möbel kümmern wir uns später, dass sie fertig gebaut sind. Aber ich wollte zumindest die Türme und so als erstes fertig haben. Ich dachte schon wirklich, fall da jetzt runter. Wieder ins Wasser. Ich weiß noch, wie ich vor einer Weile mal hier so ausweislich ins Wasser gefallen bin mit zwei Baumstämmen in der Hand. Voll. Dann machen wir mal hier hinten. Das Gebäude ist jetzt als nächstes dran. Fangen hier an. Ja, und die Stickies noch verteilen. Die müssen, glaube ich, hier noch ran, ne? Ne, hier haben wir die Stickies durch. Müssen die hier ran? Ja, hier. Oh, krass, wie viele der Dächer hier schon angefangen sind. Und noch nicht beendet wurden. Weil ich festgestellt habe, ey, nee, das macht doch noch gar keinen Sinn, das zu bauen oder so. Ah, geil. Sieht schon auf jeden Fall nach was aus. Ja, komm. So. Frage, die ich mir stelle, ist, werden wir es eigentlich in dieser etwas längeren Folge überhaupt fertig kriegen? Das alles hier, was ich geplant habe, oder werden das zwei Folgen, so die etwas länger sind zum Bauen? Ich weiß es nämlich noch nicht, weil ich ja noch dabei bin. Und ich wollte eigentlich schon schauen, dass ich mit dieser Folge unter 2 Stunden bleibe. Und wir sind ja jetzt schon bei 1 Stunde 15 Minuten gleich. Und würde ich ungern so, dass es jetzt erstmal über 2 Stunden sind. Aber das werden wir sehen, so. Wir schaffen das alles noch in dieser Folge hier. Vielleicht wird es sogar noch eine zweite Folge geben, die extra lang ist. Dann habt ihr 2 Tage hintereinander so längere Folgen. Soll aber auch nicht zur Gewohnheit werden. Das ist jetzt nur, weil ich das Bauen hier jetzt nicht in 50 Folgen hier verbringen will. Und wir hatten ja schon wegen dem Bauen schon mehrere extra lange Folgen gehabt hier.
So, zwischen Folge 14 und 15 hatten wir mal so eine gehabt. Davor hatten wir, glaube ich, auch noch mal eine gehabt, die so über eine Stunde ging. Und dann Folge 50 war auch noch mal 2 Stunden irgendwas. Und auf Dauer so viele Folgen, die über Stunden, also mehrere Stunden dauern, so, will ich ja auch nicht machen. Einen guten Regelsatz finde ich persönlich für mich jetzt so, wenn die Folgen 20 bis 40 Minuten sind, so kriegt ihr immer auch ungefähr halbe Stunde Videos, so Pi mal Daumen. So, aber dass 20 Minuten immer Minimum ist und 40 Minuten der Regel hier Maximum. So, es kann sich ja auch immer so ein bisschen variieren, dass mal vielleicht so ein kleines bisschen über 40 Minuten ist. Aber 20 Minuten ist absolutes Minimum bei mir. Und da würde ich gerne auch beibehalten, so. Und dass die Folgen auch, die regulären Folgen, so immer zwischen 20 und 40 Minuten. Es kann auch mal passieren, dass irgendwie mal bei mir hier, OBS oder so oder das Spiel mal abstürzt, so mitten in der Aufnahme. Und dann habe ich irgendwie so mal so eine halbe Aufnahme, die vielleicht so 10, 15 Minuten lang ging. Dann mache ich das auch in der Regel so, das ist mir bei The Elder Scrolls Arena schon öfters mal passiert. Und dann passe ich auch auf, so dass ich dann ungefähr so bis eine halbe Stunde hier nochmal eine Folge extra mache oder sowas, so dass ich das hinten dran hänge. Und dann, dass ich aus 2 Aufnahmen eine mache, weil beide dann irgendwie etwas zu kurz sind. Da achte ich auch immer sehr, sehr drauf. Und ja, dass ich dann vielleicht sogar die Aufnahme, die durch OBS oder durch das Spiel selber so abgestürzt ist, wenn die dann unter 10 Minuten ist oder so, oder unter 20 Minuten, sage ich jetzt mal, dann hänge ich die einfach mal vorne oder hinten in der vorherigen oder nachfolgenden Folge. Hänge ich die dann dran. Und dann kann es auch mal passieren, dass ihr dann sogar eine längere Folge kriegt. So, warte, die Kiwis wollte ich noch probieren. Hier. Oh, den hier. So, hier ist jetzt sicherer Durchgang. Hier kann man nicht mehr runterfallen. Auch perfekt. Ah, das SOS-Symbol da unten. Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Geil, hier gibt es wieder Blaubeeren. Eine Heidelbeeren waren das. Haben wir wieder Samen auch bekommen? Ich hoffe. Nice. Da gibt es gleich wieder 2 Heidelbeerbüsche. So, und dann wieder runter. Thank you.
So, die zwei noch. Und dann die anderen sieben. Ah, freue ich mich, wenn das gleich fertig ist. So, dann können wir hier nochmal ein Dach bauen. Wo haben wir die? Ich glaube eigentlich hier irgendwo. Eisbaus, genau. Ja, und so. Und jetzt noch hier die Baumstämme. Beziehungsweise das Dach. Okay. Da dran. Und hier dran. Dann das hier. 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 Dann machen wir das dahin. Und dann dahin. Dann machen wir das. So. Auch irgendwie interessant aus hier. Ein bisschen anders, aber 58 Baumstämme. Ist machbar. Oh geil, das heißt nur noch den da und den da hinten. Da können wir mit dem Decken da anfangen. Nice. Das ist aber ein weiter Weg jetzt bis dahin und dann so rum. Oh. Ja, egal. Ich hab mir das selber angetan. Bin eigentlich selber schuld, was das angeht. Dann hier. Fangen wir mit der Außenwand an. Wir sind aber auch schon bei 451 Baumstämmen. Wir brauchen, ey. Ich glaube, das mit dem Decken ist das Schlimmste, was ich hier mache. Und das mit Stickies. Die Dächer und die Stickies. Aber trotzdem, das wird ein Aufwand wert sein, wenn wir das fertig haben. Die letzten beiden. Und Ausdauer wieder am Arsch, natürlich. Wir haben ja auch gar keine Energie. Wir sind ja schon ein alter Sack hier. Na komm, so. Dann fangen wir hier an. Dann können wir auch noch die Seile eben platzieren unten. Ja, und das Rehfell auch noch. So. Rehfell platziert. Seile müssten hier in dem Raum da gebraucht werden. Genau, hier wird eins gebraucht. Und da wird noch eins gebraucht. Nice. Den finde ich immer noch am geilsten, wie der da in der Wand ist. So, 10 Rehfälle bräuchten wir noch. Hier müssten wir auch langsam anfangen.
Ich glaube, das mit den 686 Stickies, das war es noch nicht, weil wenn wir hier die Lagerräume noch machen, das wird noch einiges kosten. Das wird uns noch einiges kosten, auf jeden Fall. Wir hatten unten aber noch Baumstämme, dachte ich mir. Ich will die eben auch noch ganz schnell holen. Genau, die 7, die uns noch fehlen. Und den letzten noch. Ja, komm. Ich hatte ursprünglich eigentlich mal überlegt gehabt, hier anstatt Stöcker, Stickies, hier Dingens hier Knochen zu nehmen. Für den Zaun. Aber dann müssten wir gegen so viele Ureinwohner kämpfen. Und so viele Knochen würden wir niemals, glaube ich, kriegen. Das sind Stickies, dann doch eher einfacher. Es sei denn, wie wir den Creative Mode nehmen. Aber das will ich ja nicht. Dann nehmen wir stattdessen hier lieber ganz normale Stickies. Wäre auch, glaube ich, einfacher. Mal schauen, ob wir da eventuell schon die Decke hinbauen können. Da. Eigenes Dach. Ja, können wir schon machen. Ja. Den so. Perfekt. Geil. Besser geht's, glaube ich, nicht. Wenn wir jetzt schon den machen können. Nur hier können wir den noch nicht machen. Aber sind jetzt schon wieder bei 466 Baumstämmen. Und dann brauchen wir hier drüber noch einen. Hier drüber noch einen. Und hier noch einen. Boah. Das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant. Aber ich würde sagen, diese etwas längere Folge war es dann mal. Wir sind schon bei 1,5 Stunden. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir nochmal sowas und kümmern uns darum, dass wir den Rest fertig kriegen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.